Hallo, ich glaube, ich stehe ein bisschen zu tief. Ich mache mal hier Baum. Yeah, das geht doch wohl, ne? So geht's besser. Heute mal verspätete Weihnachtsgeschenke, die ich noch bekommen habe, wollte ich euch mal zeigen, was ich alles bekommen habe. Besser gesagt, ich habe noch ein Päckchen gekriegt von Melex Welt. Und das ganze gute Zeug ist noch schön eingepackt. Und dann zeige ich euch gleich noch andere Geschenke, die ich am Wochenende abgeholt habe. Von meiner Familie. So. Könnte man gebrauchen bei uns? Passte es? Und es sonst weiter verschenken? Aha. Also das hier. Ich habe hier ein Päckchen. Melex Welt. Ne? So. Jetzt packe ich einfach mal alles aus, was ich da geschickt habe. Und guck mir das mal schön an. Ja, das haben wir da schönes. Oh. Ups, fällt mir weiter runter. Gut eingepackt. Aha, sehr interessant. Super. Hey, das sieht aber sehr schön aus. Ich hoffe, das passt. Das ist ja mal stark. Ich weiß aber nicht, ob das in meine Badewanne passt. Ich gucke das mal. Ansonsten denke ich mal, dass das vielleicht in mein neues Zuhause passen wird. Ja, eine Karte ist auch dabei. Vielleicht sollte ich die zuerst lesen. Ich glaube, die hat sie auch selbst gebastelt, ne, Melek? Oh, liebe Anja, erstmal bedanke ich mich bei dir für das tolle Päckchen. Ich habe nämlich auch eins geschickt. Ja, zu Weihnachten oder nach Weihnachten kam das an. Ich habe das gleiche Paket genutzt. Ist klar, dass du mir geschickt hast. Natürlich mit anderen Inhalt. Ich hoffe, es gefällt dir. Viel Spaß damit. Wie du magst, kannst du gerne filmen. Ja, du Sonnenschein. PS, bleib wie du bist, Melek. Ja, oh, das ist cool. Ja, natürlich. Ich habe gedacht, ich filme das auch, weil das so schön eingepackt ist. Ja, Melek, das ist so voll eingepackt. Mein Name kommt aus der Türkei. Hier hast du was für den Daumen. Ja, ich guck mal, was da Schönes ist. Oh, und auch so schön eingepackt. So Weihnachtsgeschenk, Mensch, guck hier. Na, 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 na. Was ist das? Oh, das ist aber toll. Gewürze. Oh. Riecht auf jeden Fall ganz gut. Mal gucken, was man daraus alles kochen kann, ne? Und würzen. Dann haben wir noch Tee hier. Spanische Orange. Probier mal, lecker erfrischend. Sehr schön. Kann ich ja dann mal machen. Noch mehr. Fühlt sich an wie eine Kerze. Könnte eine Kerze sein, ne? Ist das eine Kerze? Angenehmer Duft habe ich auch in rosa. Mhm. Okay. Nee, ist doch keine Kerze. Oh. Sehr schön. Ah. Yeah. Angenehmer Duft. Muss ich dann auch mal ausprobieren, ne? Was haben wir noch hier Schönes? Aus Iran gekauft. Aus dem türkischen Geschäft. Gesund. Ah ja, was Gesundes. Was Gesundes soll das sein? Guck mal. Darf man das kaputt machen? Ja. Noch mehr Gewürze vielleicht? Kann man damit auch kochen? Oder was soll man damit machen? Ja. Da muss ich Melek noch mal fragen, ob das zum Kochen oder zum Einreiben ist. Hm? Oh, noch mehr schöne Sachen. Was ist das hier? Oder hat sie das hier selbst gebastelt? Sie hat mir auf jeden Fall geschrieben und gesagt, dass sie was selbst gebastelt hat. Liebe ist schwer zu fangen. Ja, das ist ja wohl eine Karte, die schön gekauft ist. Die kann man dann weiterschicken oder auch nicht. Aha, da steht Anja. Noch eine Karte. Ach, guck mal hier.
Kann man aufstellen. Das ist ja interessant, cool. Hey Anja, diese Karte ist nochmal extra. Bist auf jeden Fall eine Liebe und bleib so, wie du bist. Zwischendurch hatten wir ja noch getextet. Deshalb wollte ich mich auch noch dafür bedanken für dein Feedback. Niemand ist. Ja, die Schrift ist so ein bisschen, die ist sehr schön geschrieben, ja, Melik, aber ich kann nicht so gut lesen. So Hakenschrift, ja. So schöne. Ist etwas gezwungen, hat's gezwungen. Egal. Keine Ahnung. Hoffe, du lässt dich von nix und niemanden verbiegen, vor allem von manchen, keine Ahnung, und sie soll mal fragen, was da steht, Nörgler oder so. Kautbering. Keine Ahnung. Wenn was ist oder du mal reden möchtest, kannst du, nee, kannst dich jederzeit melden. Meine Nummer hast du ja. Ja, genau. Okay, ein paar Wörter konnte ich nicht so ganz lesen. Da tut mir leid, das ist so, ja, so ein bisschen verschnörkelt. So schöne Schrift. Und dann hat sie auch noch ein Bild reingesteckt. Guck mal. Und unterschrieben. Jetzt brauche ich noch einen Rahmen. Da kann ich Melek einen Rahmen. Sehr schön. Ja. Jetzt habe ich hier auch ein bisschen Müll noch liegen. Kann oder weg. Und dann zeige ich euch jetzt noch mehr Geschenke, die ich gekriegt habe. Ja, also erstmal hier. Das hier. Das ist auch vegan. Apfel-Zimt-Kronis. Kann man mit Milch oder ich meine mit Kokosnussmilch oder Sojamilch oder was auch immer machen, reinpacken. Und dann habe ich das hier noch bekommen. Von meiner Schwester, also die hat mir das geschenkt. Also ich hab ja schon gesagt, sie sollte damit aufhören, ne? Mit diesem ganzen Duschgel und naja, weißer Tee, mal gucken. Und da ist eine Nagelfeile drin, wie ich das sehe. Also so eine Feile hier, ne? Aber die hat das gekauft. Wisst ihr warum? Weil sie den Engel gesehen hat und weil ich so gerne Engel mag, ne? Hat sie gesagt, das muss ich kaufen für Anja. Das muss ich mitnehmen für Weihnachten. Und ich habe nur gedacht, ja gut. Dann ist es halt so. Dann habe ich noch ein Päckchen gekriegt zu Weihnachten von aus einer Facebook-Gruppe, das auch sehr schön ist. Erstmal waren da noch Weihnachtskugeln drin. Ja, also ich habe hier so schöne Weihnachtskugeln gekriegt. Leider ist es zu spät, der Weihnachtsbaum ist schon wieder abgeschmückt. Dann eine schöne Weihnachtskarte. Also erstmal hier. Sehr schön. Das ist so schön. Und die Karte, ich glaube, die war auch selbst gebastelt. Zumindest sieht das so aus. So eine schöne Weihnachtskarte. Oh, so schön. Huch! Und da steht auch was drin natürlich. Ich wünsche dir schöne Weihnachten und so weiter und alles Gute für neue Jahr. Und dann, haha, ich hab ja noch keinen Kalender gekauft für dieses Jahr. Also ich meine, Kalender da vorne hängt, ne? Also aber ich kein Taschenkalender. Und hier habe ich jetzt Glücksbringer. Ja, 2018. Also ist auch, es ist ein Kalender. Sind jetzt hier alles. Ja, Januar, ich bin jetzt hier schon weiter. Ich bin schon fast bei Februar mit dem Zeichen. Aber da sind auch schöne Karten drin. Da sind, wartet mal, 15 Postkarten drin. Also schöne Postkarten, so Sprüche draufstehen und so. Das ist echt schön. Finde ich gut. Finde ich gut, kann ich gut gebrauchen. Ja, habe ich mich gefreut. Und dann habe ich mir natürlich, warte, erstmal haben meine Schwestern dann noch so ein Päckchen gepackt für meinen Schatz hier und mir. Da zeige ich jetzt nicht das Bild, sondern. Das ist so ein Stern. Und da ist so ein Bild von mir und mein Schatzi drauf. Ja. Und steht frohes Fest drauf. Naja. Für den nächsten Tannenbaum kann man das dann aufhängen. Ne? Und dann habe ich mir selbst noch beschenkt. Ich habe mich noch selbst beschenkt. Habe mir noch was bestellt. Tut mir auch leid. Eigentlich hätte ich ja das Geld für was anderes benutzen können. Ne? Aber ich habe da ein bisschen rumgesurft. Und auf einmal sprach mich diese CD an. Ja. Gesprochen von Michaela Merten. Und eigentlich wollte ich noch eine Audio-CD von diesem Buch. Aber irgendwie ist ein Buch gekommen als eine Audio-CD. Naja, und ich bin da drin ja am Lesen. Also ich bin jetzt schon so weit. Yeah.
Ich bin jetzt schon fast fertig mit dem Büchlein. Und dazu gibt es natürlich ein extra Video, wenn ich dann damit fertig bin. Auch wenn ich da schon ein paar Videos mitgemacht habe, weil ich ja dieses Buch, also das ist nicht dieses Buch, sondern das andere, was ich selber auch habe, verschenken, verkaufen muss, was ich wollte. Aber ich bin jetzt voll im Wasserthema, Leute. Ich werde mich noch weiter damit beschäftigen, mit Wasser. Ja, und wenn ich dann fertig bin, dann gibt es dafür natürlich ein extra Video. Aber ich habe mich halt sehr gefreut darüber. Trotz alledem würde ich mal wirklich wissen, ob es über dieses Wasserbuch die Glücksformel für Schönheit und Gesundheit ein Audio zu dir gibt oder nicht. Ich habe sie selbst gefragt, aber naja, Frau Merten hat halt nicht so viel Zeit. Sie wird so viel angeschrieben von allen vielen, vielen möglichen Menschen. Und dann sage ich da, gut, muss man sich selbst damit beschäftigen und sich schlau schauen, sozusagen. Ne? Und das werde ich mir dann auch mal anhören und euch darüber berichten. Auf jeden Fall, warte mal, ist das jetzt so? Ich glaube, das ist so zum Aufmachen. Zwei CDs sind da drin. Oh, auf jeden Fall sehr. Wird bestimmt sehr interessant sein. So. Ja. So, weil ich ja auch, ich sag mal, Sissi, gab es ja, Sissi, die Könige, also diese Filmchen, die gab es ja zu Weihnachten, ne, zu sehen, glaube ich, war das, ne, also erste und zweite Weihnachtstag, glaube ich. Und ich habe den ersten Teil gesehen gehabt oder halb gesehen. Und den zweiten wollte ich natürlich auch irgendwie sehen, aber ich habe das dann gelassen, naja. Ich war ja schon beim ersten so am Weinen. Und dann, mein Freund hat nur gesagt, das kannst du dir ausleihen, das können wir auch irgendwann anders mal gucken, das kommt 2 bis 3 Mal im Jahr. Und ich habe gedacht, naja, egal. So war halt Weihnachten, also ich habe, ja, genau. Ich habe jetzt sozusagen ein bisschen euch Weihnachten erzählt, doch ein bisschen was von Weihnachten. Und meine, sag ich mal, verspäteten Geschenke oder die ich halt später abgeholt habe, weil die noch in meiner, ja, Geburtsstadt lagen, waren. Außer halt das Päckchen von Melek. Das ist nach hier gekommen. Das habe ich heute abgeholt. Das hat sie am Wochenende oder so abgeschickt. Oder davor. Und ja, jetzt ist alles da und jetzt kann ich mich hier erfreuen und erfreue mich an den Tee und an, ich denke, das sind alles Gewürze und guck mal, was ich damit so abschmecken werde. Auf jeden Fall riecht es gut. Schade, dass es kein Riechfernsehen YouTube gibt, ne, Leute? Also wirklich. Und wenn ich das mal sagen darf, ich habe ja auch hier was von der Türkei hängen, ne? Ein paar türkische Sachen. Stehe auf Türkei, ne? Aber ich war noch nie in der Türkei, kann ich sagen. Aber ich kann euch sagen, ich bin verwandt mit türkischen Menschen. Oder ja, türkisch-deutsche, sag ich mal. Genau. Also ich habe weniger was über alle möglichen Kulturen. Weil irgendwie bin ich, sage ich ja auch immer nicht sage ich immer, sondern das ist meine Meinung und das habe ich damals geschrieben, 98 oder 97, so ein Gedicht so, gedichtmäßig. Wir sind alle verwandt. Also, und darauf stehe ich, also und daran, ja, daran glaube ich und da ist halt meine Sache, dass wir halt, sind halt alle Menschen, ne? Sozusagen. Und jede Kultur und jede, ja, überall gibt es auch immer so ein paar böse Leute, ne? Gibt es zu. Und für mich sind aber, ich sehe halt nur die Guten und die positiven Lieben, ne? So, und ich probiere ich wirklich, dass dieses Ding, das möchte ich erst mal probieren. Also ausprobieren, ob das bei mir passt. Das wäre ja cool. Hätte ich einen neuen Stöpsel für meine Badewanne. Ja, so viel dazu. Wünsche noch eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao.